vom Himmel. Timmy, es ist so schön, dass du heute da bist. Oh ja, ich freue mich auch. Und bald ist Weihnachten. Und, weißt du schon, was du bekommst? Soll ich dir was verraten? Ich wünsche mir ein ganz großes Flugzeug. Möchtest du auch mal fliegen? Ich würde so gern mal fliegen über den Wolken. Oh! Timmy, das hört sich gut an. Und ich finde es so schön, dass wir uns Weihnachten Geschenke machen, dass wir anderen sagen, dass wir sie lieb haben. Hast du dir schon was für Mama und Papa überlegt? Ja, da bastel ich was. Klasse. Du, ich kenne das allergrößte Geschenk der Welt. Echt? Oh, das muss ja ganz groß sein. Und was ist das? Das allergrößte Geschenk, das ist vor vielen Jahren gekommen und das ist Jesus. Der ist vom Himmel gekommen, stell dir vor. So sehr hat Gott der Vater die Menschen geliebt, dass er seinen einzigen Sohn vom Himmel auf die Erde gesandt hat, damit er alle Menschen, die das wollen, rettet. Oh, alle, die an Jesus glauben. Wow, das möchte ich aber auch. Ich auch. Und ich habe das schon vor vielen Jahren gemacht. Ich habe Jesus in mein Herz eingeladen. Und das ist mein unsichtbarer Freund. Der ist immer bei mir. Das möchte ich auch. Weißt du? Du kennst doch dieses Gebet, was du schon mal gelernt hast. Weißt du, ich bin klein? Ja, das kenne ich. Also Timmy, magst du es vielleicht mal beten? Ich bin klein, mein Herz mach rein. Es soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Jetzt ist er bei mir. Ich glaube auch. Oh, wie schön, Timmy, das freut mich. Und ist das nicht cool, dass Jesus wirklich bereit war, zu uns zu kommen? Weißt du, im Himmel, da ist es so mega, mega schön. Da gibt es keine Tränen mehr, nichts, was weh tut. Hattest du nicht vor kurzem so Schmerzen am Fuß? Ja. Manchmal habe ich auch geweint, weil der Fuß hat so weh getan und ich wollte so gern Fußball spielen. Das glaube ich. Und all das gibt es im Himmel nicht mehr. Und stell dir vor, Jesus war wirklich bereit, den Himmel zu verlassen, um hier auf diese Erde zu kommen. Und ich werde dir nachher noch erzählen, wie er geboren wurde, wie er gekommen ist. Das ist eine ganz krasse Geschichte. Oh ja, ich freue mich schon. Und ich freue mich, dass ich das große Geschenk jetzt im Herzen habe. Genau. Und jetzt wollen wir noch feiern. Da gibt es so ein schönes Lied. Weihnachten ist Party für Jesus. Ja! Weihnachten ist Party für Jesus. Geburtstagsfeier bei Kerzenschein. Weihnachten ist Party für Jesus. Gott kommt zu uns, zu groß und zu klein. Ja, Weihnachten ist Party für Jesus. Wir tanzen um den Tannenbaum. Oh, Weihnachten ist Party für Jesus. Gott kommt zu uns. Frieden bleibt kein Traum. Die Hirten auf dem Feld erfuhren es zuerst. Tausend Engel singen Halleluja. Die Einfachen, die Armen erfuhren es zuerst. Jesus Christus, der Retter ist da. Königsgeburtstag im stinkigen Stall. Gott wird Mensch. Gerade sie sind live dabei. Live
Christmas Party für Jesus. Geburtstagsfeier im Kerzenschein. Oh, Weihnachten ist Party für Jesus. Gott kommt zu uns. Frieden bleibt kein Traum.